Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Wir sind mittlerweile in der Version 5.0 oder wie ich sie auch nenne, das Dol Guldur Update, denn in dieser Version ist nun Dol Guldur als eigenspielbare Fraktion dabei, sowie die Festung neu gemacht. Richtig geil, Dol Guldur hat einen sehr interessanten Spielstil, muss ich sagen. Werde ich vielleicht mal ein Video zu machen, aber wir spielen jetzt erstmal weiter an unserem Wetterspitzen-Let's Play, beziehungsweise im Let's Play an der Wetterspitze jetzt. Ich bin gespannt. Vor allem, ob ich wieder so viel kacke wie in der ersten und zweiten Mission. Diesmal speichern, speichern. Ich muss es mir gerade selber sagen. Speichern, speichern, speichern. Bei jeder Möglichkeit. So. This was the great watchtower of Amun-Sul. We shall rest here tonight. I'm going to have a look around. Stay here. Find tracks of Dunedain's present near Weathertop. Okay, ich muss Steps von Dunedain finden. Hä? Also ich kenne viele Spiele, wo du Fußspuren erkennen kannst, aber... This blade is an honor before its fall, my king was... Smoke is rising. Ich habe es gerade irgendwo gesehen. Alter. Ich sehe gerade, wie groß diese Dreckskarte ist, aber... Junge, ist die riesig. Oder kommt die mir nur so riesig vor? Die kommen mir wahrscheinlich nur so riesig vor. Aber wenn die echt so riesig ist, dann... Heroes gain plus 50% damage. Du, da liegen ein paar... Tote Dunedain. Survives the attack by the Risen. Alter! Aber der hält eh viel aus. Und es levelt ihn vor allem. Ha! Aber das kriegen wir erst ab Level 5. Schade. Wenn ich das jetzt verliere, ne, dann... Alter, das wird ja wahrscheinlich die komplette Story vom Schlacht um Mittelerde sein. Da kommt noch die Schlacht um Isengard. Umdrehen. So, und der letzte. This lands lie under the dark spell. I must return to the hill. What are you doing? Tomatoes, sausages, nice crispy bacon. Put it out, you fools. Put it out. Ich kann mir doch rein theoretisch unsichtbar machen. Zurück zur Wetterspitze. Schnell. Protect the Herbert from the Wing. Wie soll ich denn das machen? Ich bin auf der anderen Seite dieser Dreckskarte. Ich würde die sonst einfach den Unsichtbarkeits-Potion geben hier. Wir müssen ganz schnell nach da oben. Ganz, ganz schnell. Am besten jetzt muss ich mir sagen, gefällt mir die vom Mod die Story richtig gut. Muss ihn lassen, wieder top professionell gemacht.
some evil gives speed to these creatures. Das ist ein ewig langer Kampf jetzt. Bam, hau drauf auf den. Die verschwinden immer, die haben so viel Schiss. Nee, ist nicht euers. Gehört mir. Ich habe ihn auf eBay gekauft. Da ist es 3, 2, 1, meins. Das ist kein Ork, das ist ein Nazgul, mein Freund. Solltest du wissen. Alter, wie viel kommen denn da? Aber vor allem, weil die die Ringwächter, also die Nazguls, voll viel schnelles Leben verlieren. Jetzt? Ich heile mich schon sogar wieder. Jetzt kommen sie gleichzeitig, ich wollte mich verarschen. Hau drauf auf die! Must call for aid. Then I shall die as one of them. Komm noch, der auch noch. Okay, da habe ich jetzt kurz Schiss bekommen, dass ich jetzt verliere. Jo, geschafft. Help him, Strider. Beyond my skill to heal. He needs Elvish medicine. Photo is poisoned and will slowly lose health. Escape and find a. Oh God. Wir müssen nach da drüben schaffen. Das ist nicht gut, wenn er Leben verliert, Leute. Ich habe nicht gerade meinen Lebensspell weggeschmissen. Aber wir haben ja Aragorn noch sonst. Aragorn, lauf nicht so schnell! Die Hobbits haben nicht so lange Füße wie du. Alter, Frodo verliert echt schon Leben. Holy shit, Mungs. Dankeschön. Gecheatet. Da, ich hab's schon gesehen. Das ist Königskraut. Sam, you know the Athelas plant? Athelas? Kingsfoil. Kingsfoil, ah, it's a weed. It may help us. It's a weed. Das ist auch was. Athelas bushes found. Find at least 5. Da vorne war was? Der hält noch durch aktuell. Die Frage ist eher, wo finde ich jetzt hier überall Athelas? Weil die zwei waren jetzt relativ nah. Can see Athelas bushes. Okay, okay, da oben ist was. Ich muss 5 Büsche finden.
Lass mich in Ruhe! Das war knapp. Du hast noch alles, lieben Freund. Okay, das war vielleicht nicht so schlau. Ich stelle mal kurz die dazu, dann sollen sie sich kurz einmal heilen. Und dann schauen wir weiter. Ah, du bist schon wieder vollgehalten. Dann schauen wir die Straße hoch. Aber du kannst ja trotzdem einmal Heilung wirken. Da oben ist noch einmal Atlas. Wo war das fünfte Atlas? Komm schon. So schnell kann es nicht sein, fünfmal Atlas zu finden. Das benutzt man ja, um die Schweine zu füttern in der Seestadt. Ja, da ist es nochmal. Zurück, zurück. Okay, was passiert jetzt? Findil, Aragorn. The enemy is near, you can't run them, but really close. Frodo, it's very speed of crossing. My kind. Oh! Die ikonische Szene aus dem Film. Was? Sitzt da nicht nur Frodo drauf? Ach, jetzt verarsch mich! Was ist das jetzt? Jetzt müssen wir ordentlich Damage austeilen hier. Easy. Das, was wir da nicht gerade hatten, waren auch Dol Guldur-Einheiten. Wir müssen Elrond warnen. Move, quickly. Wieso müssen wir Elrond warnen? Das hört sich nicht gut an. Okay, warte. Build a fortress and force to... Oh Gott, wir müssen verteidigen. Dann saven wir einfach mal kurz. Save Game 1. Save. Einfach mal speichern. Wenn wir genug, dass wir eine Speicherung auf Lager haben. Saving kann immer sehr lange dauern irgendwie in diesem Game. Ich weiß nicht, wo man davon redet. Aber Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. In der nächsten Folge verteidigen wir Bruchteil. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!